Nur noch mal zu diesem Lieblingsthema, also Sparkle Pro, die poppten ja vor, glaube ich, 2 Wochen, poppte da ein 4.5-Version raus von 4.2 auf Version 4.5. Man freute sich schon drauf, dachte, oh jetzt, oh Jahre später, ne? Die fixen mal ihre Bugs, damit mal endlich dieses Grouped Layer Konzept, Layer Ordering, Layer Z-Index Ordering mal funktioniert, ne? Also hier dieses Konzept, wie man dann hier Mischmasch diese ganzen Layers irgendwie so sortieren kann, dass das Layout passt. Der Graph Ficker testete dann die Version 4.5 durch. Ich glaube, einen Tag später oder 2 Tage später poppte dann das 4.5.1 durch. Also man muss ja dann jedes Mal so als Grafiker seine Website-Projekt dann, ich würde es Leuten empfehlen, dupliziert lieber das File und benennt dann, macht dann eine Versionsnummer draus. Falls irgendwas schief gehen sollte, könnt ihr dann wenigstens noch, habt ihr noch ein Backup, eine Kopie von eurer Vorgängerversion und könnt es dann mit einer Vorgängerversion dann noch weiter editieren. Im Falle des Falles, wenn ihr zu viele Probleme habt, das ist ja so der Job in Deutschland. Jeden Deutsche lieben das ja, jeden Tag Software testen. Es ist ja ihre Fulltime-Beschäftigung mittlerweile geworden. Es geht immer noch um diesen Bug, der seit Jahren da drin ist. Also was seit 4.5.1 nicht geht, ist, dass ich teilweise nicht mehr an einzelne Objekte rankomme, wenn etwas gruppiert ist, ne? Also das ist alles gruppiert und dann habe ich manchmal echte Probleme, hier so dieses Ding hier zu erfassen. Das geht manchmal, manchmal geht es nicht. Das scheint irgendwie ein Problem zu sein mit diesen gruppierten Elementen. Und das ist dann auch so ein, ich weiß nicht, das fängt dann zu schunkeln an hier, läuft nicht mehr rund. Ich weiß nicht, was die da rumpopeln und es ist sluggisch und verzieht sich und verdreht sich. Ist auch noch nicht, die sind auch noch nicht fertig. Und wie gesagt, also das ist auch noch immer noch das gleiche Problem. Also das Element ganz nach vorne schieben. Dann gucken wir uns den Fanblower an. Gut, also hier gehen die Elemente. Jetzt, wie gesagt, schiebe ich das wieder ganz nach hinten. Die Gruppe. Gucken wir uns das nochmal an. Horst Seehofer Technik. Gut, also die Animationen stimmen jetzt alle, wie hier oben auch. Hier oben gehen die Buttons und die Zoom-Funktion. Hier unten halt nicht, ne? Also die sind noch nicht fertig, die Entwickler Apple und Sparkle Pro. Die müssen noch arbeiten, das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Wie gesagt,
gesagt, ne, das ist noch irgendwie. Oh, ich bin ja gespannt, wie viele Jahre die noch brauchen.